Was geht ab, Mann, Fighter Hosen hier, und heute haben wir zwei World Tournaments bekommen. Zum einen das 25. World Tournament auf der globalen Version und zum anderen das 28. World Tournament auf der japanischen Version. Wir werden uns erstmal alle Informationen und Details zu beiden World Tournaments ansehen. Dann zeige ich euch meine beiden Teams, die ich nutze für die jeweiligen Versionen. Und dann gehen wir rüber auf die globale Version, machen ein, zwei Runden, würde ich sagen. Denn der Fokus bei mir liegt auf der globalen Version. Warum? Ich will auf jeden Fall die Preiskarten, die World Tournament Charaktere, die es zu gewinnen gibt. Wir gucken uns gleich an, wie genau man sie bekommt. Aber es ist zum einen der Great Simon Super Saiyan 2, ist wirklich ein sehr guter Supporter. Super Class Verbündeten gibt der Key Plus sein auf den Angriff und auf die Verteidigung 30%. Und Extreme Class Enemies Verteidigung senkt er um minus 50%. Ihn hätte ich gerne für mein Hybrid Saiyan Team. Bojack hätte ich gerne als Partner für mein LR Bojack, auch wenn ich einen AGL Full Power Bojack habe. Jedoch ist dieser besser als AGL Full Power Bojack, denn in Sachen Links sind sie gleich. Was er nicht hat, ist Shattering Limit, hat dafür aber Revival, ist auch Key Plus 2. AGL Bojack ist genau andersrum, der hat kein Revival, hat dafür Shattering Limit, heißt das ist gleich. Aber von der Passive her ist er hier besser, denn er gibt sich selbstständig Key Plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%. Zusätzlich gibt es ja noch einen Zusatzboost auf den Angriff, der bis zu 50% sein kann, abhängig davon, wie hoch die HP ist. Heißt, wenn die HP maximal ist, also wenn ihr auf volle HP sind, ist der Boost auf maximal 50%. Aber das war noch nicht alles. Zusätzlich dazu, wenn er eine Super Attack startet, annulliert er den Schutzschild des Gegners. Dies wiederum heißt, er macht mindestens neutralen Schaden. Und dies wiederum heißt, er macht so Schaden, als hätte er keinen Typen-Nachteil. Heißt, wenn er einen Strength-Charakter trifft mit der Super Attack, dann macht er eben Schaden, als hätte er keinen Typen-Nachteil. Gilt aber auch für die Charaktere, die nach ihm Super Attacken. Oder nach ihm angreifen, nachdem er den Schutzschild des Gegners annulliert oder gebrochen hat, sage ich mal. So funktioniert das mit diesen Schutzschildern. Er ist wirklich ein sehr guter Partner, wie gesagt, für LR Bojack. Aber jetzt abgesehen davon, wenn ihr für den LR Bojack natürlich seine TOR-Version habt, dann ist er natürlich sehr gut. Aber als Alternative hatten wir den AGL Full Power Bojack bis dato. Der hier ist aber besser, also den hätte ich auf jeden Fall gerne. Genau, da würde ich auf jeden Fall grinden für ihn. Local Price ist gleich geblieben, LR Tenshinhan an. AGL Metal Cooler, der World Tournament hat sein Awakening bekommen, Dokken Awakening. Mit der Passive gibt der AGL-Charakterin auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Er hat eine hohe Chance, zwei Additional Attacks zu starten. Diese können aber keine Super Attacks sein. Jedoch, für jeden Angriff, den er startet, erhöht er seinen Angriff um 5%. Das Maximum ist 50%. Er ist wirklich sehr gut, zum Beispiel für ein Extreme Super Bad Road. Kann man auf jeden Fall nutzen, warum nicht? Ist ein guter Supporter. Aber, ja, Local Prices sind wie gesagt gleich geblieben. Wir gucken uns gleich mal die World Tournament Bananen, würde ich sagen. Nämlich bei der World Tournament Banner, falls ihr euch fragt, du, in welchen Banner soll ich denn summonen mit den SSR-garantierten Tickets? Denn es ist ja eine Ticketart für zwei Banner. Einen für das SSR-Banner und einen für das World Tournament Banner. Die Sache ist folgendes, Freunde. In diesem SSR-Banner könnte ich euch vielleicht einzelne Charaktere empfehlen. Jetzt abgesehen vom Inkbyrus, der ist gar nicht mal so schlecht, aber der muss nicht unbedingt sein. Welche Charaktere vielleicht ein Muss wären für einzelne Modi, wären der AGL Golden Freezer, falls ihr nicht habt, für Extreme AGL Super Battle Stage, für Villains oder für Resurrect Warrior zum Beispiel. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Tank. Damage Reduction von 90%, wenn die HP 50% und drüber sind. Er macht wirklich sehr viel aus dem Super Bad Road. Oder Metal Cooler als Supporter. Für die Teams, in denen er vertreten ist, er ist wirklich sehr gut. Die zwei, falls ihr quasi euch fragt, könnte ich hier summon? Die zwei wären gleich mal so schlecht. Oder sage ich mal, eine der Must-Haves. Oder dieser AGL Full Power Bojack, falls ihr eben Partner braucht für Bojack. Es sei denn, ihr holt euch quasi den physischen aus dem World Tournament. Genau, in dem World Tournament Banner wurde Hit hinzugefügt. Außerhalb davon sind halt die World Tournament Charaktere hier in diesem Banner. Ich sammle immer mit den Tickets in dem World Tournament Banner, weil die World Tournament Charaktere sind halt World Tournament exklusiv. Also man kann sie nur aus diesem Banner sammeln. Deswegen baller ich meine Tickets immer hier rein. Dieser Gorn ist wirklich auch nicht schlecht, ist ein guter Supporter. Super Class Verbündeten gibt der Key Plus Type Attack und der 25%. Cooler haben wir auch an Start. Und genau, da könnt ihr euch selbst auf jeden Fall mal reingucken. Dragon Ball Saga Banner ist gleich geblieben, da wurde nichts hinzugekommen. Außer, ich glaube, der Kid Goku und oder Piccolo, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ob sie erst jetzt ihr Awakening bekommen haben oder erst mit dem letzten World Tournament. Jedenfalls haben beide ein Awakening. Moment, wo ist das zu sehen? Ich glaube, hier war das zu sehen. Der Kid Goku ist gar nicht mal so schlecht, denn durch die Passive gibt er sich selbstständig auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Zusätzlich, wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft, gibt er sich zusätzlich auf den Angriff weitere 80%, auf die Verteidigung 40%. Also vielleicht für einen Super Bad Road, ich habe ihn nie getestet, wäre vielleicht auch ein Pick. Warum nicht? Piccolo hat, glaube ich, verringert, glaube ich, Angriff der Gegner, wenn mich alles täuscht. Hat auch ein Awaken bekommen an der Stelle, könnt ihr euch gerne mal abchecken. Aber ja, so viel zu den. Was neu hinzukam, glaube ich, sollte neu sein im letzten World Tournament. Auf Global war das nicht so. Nämlich Daily Missionen für das World Tournament wurden hinzugefügt. Das World Tournament geht ja 3 Tage lang und in die 3 Tagen gibt es dann Daily Missionen. Wenn ihr quasi das World Tournament bis zu 5-mal gewinnt, bekommt ihr bis zu 2 SSR-Tickets.
Silbertickets sind das aber. Zwei für die, ja, für die SSR. Banner, zwei Dragon Ball Saga, Silbertickets, Medaillen gibt es einmal Medaille zu und Training Location, goldene Statue von Herkul und wenn ihr 5-mal gewinnt, Maximum ist 5-mal Daily, damit kommt ihr in Stone quasi. Also, wenn ihr 5-mal gewinnen könnt im World Tournament, dann macht das am besten. Aber, die Preise vom World Tournament, wie gesagt, Bojack und Drake Simon 2 bekommt ihr, wenn ihr im Endeffekt dann nach den 3 Tagen unter 20.000 und drunter platziert. Also 20.000 und drunter gibt es die, jeweils eine Kopie von beiden. Und je höher ihr platziert werdet, desto mehr Kopien bekommt ihr von den beiden. Wie gesagt, müsst ihr euch für euch selbst ausmachen, wie lange ihr grinden wollt. Local Preise sind gleich geblieben für den L-Attention. 100 und drunter sollte das sein, richtig? Was? 150 und drunter, okay. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal schon 150 waren, aber jedenfalls 150 und drunter bekommt ihr im Local Preis schon euer Attention an. Am besten bei den Missionen macht ihr folgendes: Ihr achtet am besten immer darauf, dass ihr erstmal 20 Siege hintereinander bekommt, denn das zählt auch zu der Mission und dann habt ihr den größten Teil der Mission mal gedeckt. Und von der Mission her gibt es wirklich sehr viel zu holen, sei es Orbs, Elder Kai, Grand Kai, bis zu 40 Dragon Souls ungefähr habe ich hochgezählt, Herkul-Statuen und. Also wenn ihr die World Tournament Mission machen könnt, dann macht es auf jeden Fall. Genau, und auf der japanischen Version haben wir das 28. World Tournament. Vom Aufbau ist ähnlich, Daily Missions wurden auch hinzugefügt, wie wir uns gerade angesehen haben. Die Preise gucken wir uns gleich an. Dieser SR Goku hat einen Awaken bekommen. SR Goku droppt über die Mission, wenn wir gewisse Punktzahl erreichen, gucken wir uns gleich an. Jedenfalls, wenn ihr ihn awaked, gibt er Tech, Int und Shen Charakteren Ki plus 1, Attack und F20%. Wenn er dann gegen eine World Tournament Kategorie Gegner kämpft, bekommt er Ki plus 2, Attack und F77%. Die Preiskarte an der Stelle ist dann hier Pan. Pan hat zum einen Seal drauf, macht Supreme Damage. Die Passive ist folgendermaßen: Sie bekommt at Start of Turn auf den Angriff 80% und hat eine Medium Chance, gegnerische Angriffe und auch Super Attacks zu dodgen. Zusätzlich dazu, wenn sie der erste Angreifer ist in dieser Runde oder die erste Angreiferin, dann hat sie eine kritische, also dann crittet sie auf jeden Fall. Jedoch, wenn sie in der Runde angegriffen wird, dann verliert sie minus 80% von ihrem Angriff. Und das gilt aber nur für diese Runde. Local Price an der Stelle ist hier Tenshinhan. Tenshinhan sage ich nicht Tenshinhan. Auf Global war Tenshinhan. Yamchu und sein Kollege, oder wie der heißt. Zudem, in dieses Banner haben sie Freezer und Goku hinzugefügt. Also auf JP werde ich, auf Global habe ich in den Wartime Banner gesammelt, auf JP werde ich hier sammeln, weil Freezer und Goku sind wirklich sehr gut. Und die kann man auf jeden Fall verwerten, die sind momentan featured. Genau, und die Daily Missions für das World Tournament sind ähnlich, beziehungsweise gleich, so wie auf Global, wie wir uns gerade angesehen haben. Die Preise, also Pan bekommt ihr, wenn ihr 20.000 und drunter platziert seid. Yamchu 150 und drunter bei Local Preisen. Was hier dann neu ist, ist bei den Missionen. Denn über die Mission bekommt ihr auch die Karten. Ist also jetzt nicht mit diesem World Tournament hinzugekommen, war glaube ich seit ein, zwei World Tournaments der Fall, kommt früher oder später auch auf Global. Jedenfalls bekommt ihr dann Pan zum Beispiel, das ist die Preiskarte, wenn ihr 23 Millionen Punkte erreicht. Das ist nicht wenig, aber ihr bekommt dann Pan, also ihr müsst nicht mal unter 20.000 platziert sein und ihr bekommt Pan. Wenn euch sowas reicht, dann ist auf jeden Fall sehr gut, ansonsten würde ich auch, aber dennoch empfehlen, holt euch auf jeden Fall so viele Missionen wie es geht, 20 Siege hintereinander etc. Und ja, den Goku bekommt ihr auch über die Mission, wenn ihr Punkte sammelt etc. Mein Team auf der japanischen Version sieht folgendermaßen aus. Ich habe ein Transformation Boost Team, denn meine AoE Damage hier sind Cell, Broly. Dieser Broly, der ist Top Unit für das World Tournament, kommt selbstständig klar, tut immer Ulten, der ist einfach nur GG. Und ich habe leider kein LR Broly, deswegen habe ich den Broly mit am Start. Zwei Supporter. Hätte ich LR Broly, würde ich physisch Broly als dieser nehmen und LR Broly natürlich als, noch mit ins Team rein, sage ich mal. Hab ihn leider nicht. Das Team sieht bei mir dann folgendermaßen aus. So viel zu einem japanischen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie euer Team für japanisch auf JP aussieht, sage ich mal. Ich habe bewusst auf Majin Vegeta verzichtet, weil Majin Vegeta ist zum einen nicht in diese Kategorie oder im Leader Skill und zum anderen kann Ulti Cell mit seiner AOE Ulti leichter. Das ist die erste Ulti. Und die Passive bekommt er selbstständig sehr gut Ki. Statt Majin, der musste auf 18 Ki kommen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Gucken wir aber mal auf Global kurz rein. Genau, mein Team auf der globalen Version sieht folgendermaßen aus. Ich habe ein Resurrect Warrior Team. Zuvor hatte ich ein Pure Saints Team. Vom Setup her sind beide Teams sehr ähnlich. Ich habe hier drei AOE Damage Shielder, zwei Supporter, ein Leader. Hier ist auch ähnlich. Ich habe Broly, Majin Vegeta und Neu. Statt Raditz, dann habe ich hier an dem Setup Majin Buu. Majin Buu ist, um es kurz zu sagen, besser als Raditz. Hat auch AOE Damage, Supreme Damage. Hat eine Rare Chance, alle Gegner zu stunnen. Aber zusätzlich dazu ändert er Int Key in Strength Key. Hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 50%. Und für jeden Strength Key, den er dann einsammelt, bekommt er zusätzlich weitere Attack und F10%. Die Supporter habe ich hier Kid Buu nach seinem Issei. Shulk ist von ihm, wird auch folgen auf 100%. Key plus Attack und F15%, wenn die HP, ja, 80% und drüber sind, und das ist ja im World Tournament immer der Fall, wenn man anfängt, sage ich mal.
Und King Piccolo habe ich noch mitgenommen wegen Key plus 3, Attack plus 25% für Extreme Class Verbündeten. Golden Freezer, ja, ist einfach nur der Leader, sage ich mal. Unterschied, wir haben hier 170% Attack, auf bei den Pure Saints war es 130. Aber, um ehrlich zu sein, in diesem Setup mit den Pure Saints, da haben sich die Charaktere untereinander besser gelinkt, weil Prepare for Battle vertreten war. Hier ist das nicht der Fall. Diese Charaktere sind hier mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Ich habe in diesem Team gemerkt, hier muss ich ein bisschen mehr Items nutzen als in diesem Team, weil das sich halt besser linkt. Aber warum habe ich dann trotzdem dieses Team weiterhin benutzt? Weil ich habe das Gefühl, also mit diesem Team mache ich mehr Schaden und deswegen bekomme ich mehr Punkte, sagen wir mal. Deswegen ist das Grind für mich besser. Man kann auch, das machen viele Freunde, viele nutzen auch entweder Tech Jaco oder Inchauzu. Das kann man auf jeden Fall machen, weil diese Charaktere, die tun ja einmalig, wenn sie reinkommen, alle Gegner stunnen. Aber das kann man auf jeden Fall machen, das ist nicht schlecht. Ich mache das nicht, ich bin kein Fan davon, weil meine World Tournament Teams baue ich in der Hinsicht, dass ich einfach jede Runde one-shotten will. Ich will keine Runde vergeuden, in dem dann quasi ein schlechtes Setup da ist. Natürlich kann es in diesem Team auch vorkommen, aber ich sag mal, in dem ein schlechtes Setup da ist und ich eine Runde verliere. Und wenn sowas eben vorkommt, dann hat man halt mit Jaco und Chaozu die komplette Runde annulliert, also man kommt keinen Angriff. Deswegen ist das gut, man verschwendet nicht so viele Items, sag ich mal. Aber ich will halt komplett immer, sofern direkt, wenn die Runde anfängt, will ich einfach komplett one-shotten. Ist aber, in diesem Setup brauche ich mehr Items. Da war das Setup besser, aber dennoch mache ich hier mehr Schaden. Und mir fällt das Farmen an Punkten leichter, weil immer, wenn ich reinkomme, one-shotte, dann bin ich auf jeden Fall gut gedeckt mit diesem Team. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft mit dem Team. Ich nehme als Friend immer Ella Broly. Aber wie gesagt, mit den Jaco und Tenshinhan sage ich, Jaco und Chaozu Setup, das funktioniert auch, aber in diesem Setup würde ich dann auf jeden Fall darauf achten, dass ich, sage ich mal, im Team zwei AOE Damage Healer habe und als Friend dann noch einen mitnehme, logischerweise, denn wenn es zu viel wird, dann sind es auch zu viel an der Stelle. Zum Beispiel, hätte ich jetzt einen Chaozu und Tenshinhan drin, dann würden die mich nicht angreifen. Hier muss auf jeden Fall aufpassen auf Schwierigkeitsstufe 30, weil die können mich one-shotten, legit. Wenn die meine Ulti schatten, dann bin ich weg. Deswegen ist dieses Setup wirklich in der Hinsicht itemreich. Ich muss viele Items benutzen. Aber bei mir passt es, sag ich mal, sofern ich sie dann one-shotten kann. Das ist eben das, worauf ich arbeite oder was ich halt erreichen will im Endeffekt. Dennoch, wie gesagt, da bin ich ehrlich zu euch, Items muss ich auf jeden Fall benutzen. Ihr seht, sei es für die Key oder dann auch natürlich, ja, um mich selbst zu schützen. Aber wie gesagt, primärer Fokus bei mir liegt in World Tournament Teams. Eine Runde, fertig. Eine Runde will ich haben und dann will ich hier auch raus. Wie gesagt, genau, aber wenn ihr Chaozu und Tenshinhan mit... Tenshinhan sag ich schon wieder. Chaozu? Warum kam ich auf Tenshinhan? Naja, logisch, aber Chaozu und Jaco mitnimmt, dann nimmt zwei AOE Damage in euer Team selbst. Wenn es zum Beispiel, sag ich mal, Broly ist, Broly und noch ein anderer, LSL wäre gar nicht mal so schlecht, oder Broly, ja, Majin, wie geht das, die Sache halt, der muss aus einem Ultra Super Attack kommen, dann braucht man auch Items, um ihm Key zu geben. Ich habe zum Beispiel das Item mitgenommen, wo ich für Argel Orb sorge. Ja. Wenn ihr das aber dann macht im Endeffekt, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr schönes und gutes Setup und funktioniert auch so ist nicht. Und ich schütze euch dann quasi davor, falls mal eine schlechte Rotation kommt, weil eben entweder Jaco oder Chaozu die alle Gegner stunt. Warum ich gerade so ein bisschen überlege wegen dem Setup, ich hatte ein Team im Kopf. Also ich sag mal folgendes, auf der japanischen Version, da hatte ich ja leider kein LL Broly. Hätte ich LL Broly, dann würde auf der japanischen Version mein Setup folgendermaßen aussehen. Ich hätte dann den physisch Broly als Leader logischerweise. LL Broly mit am Start. Dann würde ich einen Supporter mit reintun auf jeden Fall, der Key gibt. Sam, sagen wir einfach mal, nehmen wir an, ich hätte Argel Talis. Dann würde ich Argel Talis nehmen. Dann hätte ich Jaco Chaozu. Und dann könntet ihr ein... Ich habe das Setup nie getestet, ob ein weiterer AOE-Damage im selben Team, ob das zu viel wäre oder nicht, das weiß ich nicht, weil zu viele wären auch, das wäre legit zu viel. Könnt mich gerne wissen lassen, wie sind eure Setups an der Stelle? Vor allem, wenn ihr auch mit Chaozu und Jaco spielt, ob da ein weiterer, sag ich mal, AOE-Damage zu viel wäre oder nicht. Es würde dann auf jeden Fall auch ein Supporter-Turm oder ein Tank, sag ich mal, so ein Setup, ne? Jedenfalls! Ja, hier sehen wir schon wieder, ich muss mich halt schützen, das ist das, was ich gemeint habe. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht nehme ich einen Supporter weniger und dafür dann Jaco oder Chaozu. In dem Fall wäre das dann Piccolo, dann hätte ich diese Runde für mich, sage ich mal. Ich habe es mir zwar überlegt, aber ich habe es nicht getestet. Ich weiß nicht. Bis jetzt funktioniert das Setup, aber es ist sehr, sehr itemreich. Ihr seht es, bei meinem Pure Saints Team
war es in der Hinsicht nicht so itemreich, dass sie sich halt untereinander linken. Also Broly würde jetzt in dem Setup wäre quasi, sag ich mal, Bu Raditz, der würde ihm Prepare for Battle Sailinisch geben. Heißt, ich müsste kein Item aktivieren für Ki, aber ich müsste Items aktivieren, um mich selbst zu schützen. Darauf komme ich nicht drum weg. Genau. Deswegen könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, denen, die solche Setups getestet haben oder an sich würde mich mal interessieren, das Chaozu und Jaco. Wie findet ihr das? Honest, also ehrliche Meinung. Sagt ihnen, du, das Setup funktioniert gut, musst du kein Problem machen. Du tust auch überwiegend in eine Runde One-Shotten, wenn nächstens halt Zeit ist, aber auch nicht schlimm, denke ich mal. Oder sagst du, ja, okay, ne, weißt du was? So, dieser One-Shot-Ding passt auch. Wenn du sagst, okay, du möchtest, also die macht es nicht aus, wenn du Items ausgibst, dann passt das auch. Also das ist bis jetzt so meine Devise. One-Shot und gut ist. Freunde, so viel zu dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Viel Glück beim World Tournament und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.